Wow. Perfektes Pick and Roll. Ums Pick and Roll soll es auch in der neuen FCBW-Tutorial-Folge gehen. Zusammen mit der Allianz würde ich euch gerne ein paar Tipps für Anfänger, vielleicht auch für Fortgeschrittene, zeigen. Die Jungs aus der JBBL, die können das schon ganz gut. Nicolas, Matteo und Giuliano sind heute dabei. Schnappt euch mal jeder einen Ball und wir laufen mal Pick and Roll. Ja, ihr braucht überhaupt gar keinen Kumpel dabei haben. Ihr könnt auch eine Mülltonne nehmen, einen Block wie hier, was auch immer, der so tut, als würde ein Block stellen. Jetzt zeige ich euch, auf was es drauf ankommt, vor dem Pick and Roll erstmal. Jungs, schnappt euch einen Ball. Ja, ihr habt gesehen im Video, hier steht der Big Guy meistens und stellt einen Block. Nick macht es schon super. Ja, Nick bringt den Verteidiger, der ja vor ihm steht, unter diesen Block. Also, wenn ihr eine Mülltonne habt, dann bringt der Nick, den Verteidiger, unter den Block. Dann macht er den Crossover, weil er auf der rechten Hand war, auf die linke Hand, auf die Höhe des Blocks. Ja, damit sein rechter Fuß in dem Fall ganz nah an seinem Mitspieler, also der den Block stellt, steht, dass der Verteidiger hier gar nicht mitkommen kann. Was dabei entscheidend ist, ist wieder Vorbereitung, eng am Block und jetzt wollen wir noch die Schulter runternehmen und am Blocksteller vorbeigehen. Ja, wir zeigen das mal eins nach dem anderen. Entscheidend ist, der Verteidiger ist hier, unter den Block bringen, Fuß neben die Mülltonne, neben das Audi-Logo, was auch immer. Also, Verteidiger runterbringen, nach oben und Fuß neben dem Blocksteller. Hopp, Fuß neben dem Blocksteller, sehr gut. Schulter runternehmen, Jungs. Ja, super. Hopp, einmal noch. Vorbereiten, unter, Schulter runternehmen. Ihr könnt, ja, vielleicht, um das zu trainieren, könnt ihr irgendwas hinlegen neben dem Block, das ihr dann berührt, wenn ihr am Block vorbeigeht. Ja, damit die Schulter runterkommt. Hier. Hopp. Ja, super. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen mehr runter ist wichtiger, als aufrecht zu sein. Jawohl, sehr gut. Ja, Verteidiger runterbringen. Wow. Ah, super. Und eng am Blocksteller vorbei. Hier. Hopp. Yes. Jetzt haben wir natürlich nicht nur einen Verteidiger am Ball. Ja, Julie, komm her. Ja, jetzt haben wir einen Verteidiger hier. Jetzt ist ein Mitspieler, der einen Block stellt. Jetzt haben wir noch einen Verteidiger, der den Blocksteller verteidigt. Das ist der zweite Block. Der steht jetzt hier. Das nennt man Contain Defense. Ja? Also der Große sinkt ein bisschen ab und will den Verteidiger quasi hier stoppen. Aber wir sind Guards gegen den Großen. Wir sind ein bisschen schneller. Hier wollen wir jetzt ein Hesitation machen, also kurz abstoppen, den Großen nach oben holen und dann vorbeigehen und nochmal attackieren. Also, Block vorbereiten, Schulter runter, der zweite Verteidiger ist hier, Hesitation und nochmal antreten. Sehr gut. Hopp, helfen und nochmal antreten. Super. Dann könnt ihr auch wieder den Flow da einbauen, den wir euch auch schon gezeigt haben in dem anderen Tutorial. Also, Schulter runter, der zweite Verteidiger stoppt euch hier und nochmal vorbeigehen. Bravo. Schulter runter, hopp, super. Ja, ihr merkt selber, wir müssen mit dem Speed arbeiten. Schnell, langsam, schnell. Schnell, langsam, langsam, schnell. Super. Einmal noch. Hopp. Boom, super. Okay, das war die erste Option. Wenn der Verteidiger nochmal auf euer quasi Hesitation-Dribbling reagiert, dann schlagt ihn. Jetzt ist er dreimal geschlagen worden, der Verteidiger. Jetzt denkt er sich, jetzt geht der Junge nicht mehr zum Korb. Jetzt geht er noch weiter zurück und dann nimmt er den Jump Shot. Ja? Also Block wie immer vorbereiten. Block wie immer vorbereiten. Die Hilfe kommt. Jetzt geht er noch ein Stück zurück, weil er keinen Korbleger zulassen will. Dann nimmt er den Jump Shot. Ja, Jump Shot aus der Bewegung haben wir auch schon gemacht im Tutorial. Da gibt es dann auch die ein oder andere verschiedene Fußarbeit. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Hesitation, gut. Sehr gut. Hesitation und Verteidiger geht zurück. Jump Shot, sehr gut. Verteidiger ist hier, geht zurück. Jump Shot, super, sehr gut. Ja, ihr seid immer bereit, den Verteidiger zu schlagen. Ja, sollte der Verteidiger sich doch entscheiden zu kommen, dann müsst ihr vorbeigehen. Ja,
Aber wir wollen alles mal einfach trainieren, hintereinander. Hesitation, Shot. Super. Perfekt. Nächste. Das nennt man im Basketball Snake Dribbling, also wie so eine Schlange. Und das wollen wir jetzt auch mal trainieren. Gleiche Verteidigungsart, also Block vorbereiten. Der Verteidiger ist wieder hier, macht aber mehr die Mitte zu. Ja, also lässt euch nicht über die Mitte gehen. Dann nehmt ihr den Ball und schmeißt ihn quasi wie so eine Schlangenbewegung wieder in die andere Richtung. Und dann da unten wieder Jump Shot einfach von der Baseline nehmen. Ja, wir zeigen es mal. Block vorbereiten, immer das Gleiche. Schulter runter, Verteidiger ist hier. Ja, super. Hab. Verteidiger ist hier, macht die Mitte zu und ihr haut wieder ab vom Verteidiger. Super. Ja. Yeah. Nick, einmal ganz kurz für die Kamera. Ja, der Crossover, haben wir gelernt, kann hier unten sein. Beim Snake Dribble, ja, was wir gerade machen, geht der Ball quasi eng am Körper vorbei und schützt quasi, der Körper schützt quasi den Ball vor dem Verteidiger. Also wir dribbeln in die eine Richtung, Snake Dribble, schützen den Ball mit dem Körper. Das nächste Dribbling ist auf dieses Bein. Das sieht man ganz gut bei Nick. Ja. Hier. Snake Dribble, jetzt schützt er den Ball mit dem Körper. Super. Vorbereiten, Schulter runter, Körper, jawohl, super. Very nice, very nice. Hopp, yeah. Super. Super, super. Vorbereiten, das Wichtigste, vorbereiten. Genau, Verteidiger eng vorbei. Yes. Wow. Ja, bei diesem Snake Dribble aufpassen. Aufpassen, dass ihr die Hand nicht unter dem Ball, ja, dass ihr den Ball nicht tragt. Das ist Schrittfehler im Basketball. Das dürfen wir nicht. Das heißt, ihr müsst die Hand quasi versuchen, hinter den Ball zu bringen und zu führen. Auf gar keinen Fall den Ball tragen. Jeder noch einmal. Yes, sehr gut, Nick. Vorbereiten, yes. Ja, sehr gut. Jetzt, wenn ihr einen richtig guten Kumpel habt oder ihr wechselt euch immer ab, dann versucht mal, das Ganze spielerisch zu gestalten. Ja, den Block können wir als Mülltonne benutzen. Wir lassen jetzt mal die Mülltonne hier. Jetzt wollen wir wieder Block vorbereiten. Der andere Kumpel spielt Verteidigung. Ja, er kann einmal verteidigen, so dass ich hier ein bisschen hochkomme, die Mitte zu machen. Offensivspieler muss reagieren, Snake Dribble. Das nächste, Verteidiger wartet hier, reagiert aufs Hesitation, Nick geht am Verteidiger vorbei. Dritte Option, die wir heute gemacht haben, Verteidiger reagiert aufs Hesitation, indem er zurückgeht, Matteo nimmt den Jump Shot. Ja, also lasst euch da was einfallen und der Offensivspieler, wie im Spiel auch, muss immer die Entscheidung treffen, was der Verteidiger eingibt. Auf geht's. Ja, ich mache mal den Verteidiger hier. Ich komme hier. Hopp, Snake Dribble. Sehr gut. Hopp, Snake Dribble. Super. Hopp, ich reagiere aufs Hesitation. Matteo geht vorbei, schießt den Floater. Hopp, Hesitation. Okay. Ja, gut gelesen. Verteidiger geht zurück. Jump Shot. Ja, ihr könnt es auch machen mit Farben, wenn ihr wollt. Wenn ihr keinen Bock habt, hier einen Verteidiger hinzustellen oder die Oma kann nicht mehr verteidigen, aber Farben kann sie rufen, dann könnt ihr sagen, hey, Snake Dribble ist grün, der Jump Shot ist blau und rot ist Penetration. Ja, das wollen wir machen. Snake grün, Jump Shot blau, Penetration grün. Rot, sorry. Ja? Auf. Ja, jetzt haben wir hier rot. Okay, Penetration. Ja, jeder Wurf wird jetzt anders, weil du blau. Weil du einfach nicht mehr automatisch irgendwas machst, sondern reagieren musst. Grün. Jawohl, super. Blau. Jump Shot. Exzellent. Rot. Bang. Ah. Okay, very, very good. Darum geht es eigentlich im Spiel. Ja, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Training geht es darum, sich Sachen anzueignen. Heute haben wir gemacht Pick and Roll, Vorbereitung. Denkt dran, Verteidiger unter den Block bringen, eng am Block vorbei, damit euer Verteidiger nicht mitlaufen kann und dann Verteidigung lesen. Was haben wir gemacht? Hesitation Dribbling, also kurzes Pause Dribbling,
gucken, was der Verteidiger macht. Verteidiger kommt noch mal ein bisschen enger ran. Wir gehen vorbei. Hesitation Dribbling. Verteidiger geht weg, weil er schon zweimal geschlagen wurde. Jump Shot. Nächste, der Verteidigung macht die Mitte zu. Wir gehen mit dem Snake Dribble, das wir heute gelernt haben. Ja, das nennt man auch offensiven Crossover. Ja, weg von der Mitte, sondern suchen uns den neuen freien Raum für den Jump Shot. Die Jungs haben das top gemacht. Ja, das sind auch viele neue Sachen für die Jungs dabei. In der JBL fängt man an mit Pick and Roll. Aber die kennen das aus dem Training. Ihr könnt es jetzt üben mit dem Tutorial. Wie gesagt, ey, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn es euch nicht so gefallen hat. Kein Problem. Dann sagt uns aber, was wir besser machen können. Jungs, wir sehen uns heute Abend im Training. Euch sehe ich hoffentlich irgendwann mal wieder hier auf YouTube.